Das zweite Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un findet in Hanoi statt. Der Gipfel in Vietnam gilt als weiterer wichtiger Meilenstein im Verhältnis zwischen den USA und dem stalinistischen Nordkorea. Wichtigster Punkt der Gespräche: die Denuklearisierung Nordkoreas. Trump verlangt von Kim die vollständige, überprüfbare und irreversible Abrüstung seines Atomarsenals. Bei ihrem ersten Treffen im Juni 2018 sagte Kim zwar die vollständige atomare Abrüstung zu, legte sich aber nicht auf Einzelheiten fest. Kritiker bemängeln, der Gipfel in Singapur sei ohne greifbare Ergebnisse geblieben. Nordkorea unterliegt weltweiten Wirtschaftssanktionen, unter anderem durch die USA, die EU oder die UNO. Kürzlich drohte das wirtschaftlich abgeschnittene Land damit, sein Atomprogramm wieder aufzunehmen, sollten die USA ihre Wirtschaftssanktionen nicht aufheben. Washington beharrt jedoch zuerst auf einer vollständigen nuklearen Abrüstung Nordkoreas.